Da ist es. Die Fotos. Es sind die Fotos, wie ich mir dachte. Warum sollte er sie löschen? Wir haben's. Man, immer wenn sie Cody sagen, kommt hinterher etwas Schlechtes. Ja, das ist wie wenn die Mutter den vollständigen Namen des Kindes ruft. Ich wollte mich nur bedanken, dass du mir das hier neulich gegeben hast. Hä? Oh, richtig. Was sagst du mir dabei noch? Ich gehe zu jeder Live-Vorführung. Ich mache immer ein Foto, wenn die Stilsimmerei ins finalen Schlag landet. Sarah, ich habe sie alle. Ich habe alles, keins verpasst. Eine perfekte Sammlung. Cody, hast du ein Foto gemacht, das die Stilsimmerei über den besiegten Gegner zeigt? Wenn du eins gemacht hast, kann ich mir genau kaum vorstellen, dass du es gelöscht hast. Na komm, hau raus. Hattest du es nicht für dein Album behalten? Herr Bright, um was für ein Album geht es eigentlich? Es heißt Weg zum Ruhm. Es ist eine Sammlung von Fotos mit dem Stilsamurai von Cody Hawkins. Er sagte, es sei eine perfekte Sammlung jedes gewonnenen Kampfes des Stilsamurai. Ich verstehe. Finden Sie das nicht auch sehr seltsam, Herr Ehren? Unter all diesen Fotos von Stilsamurai ist keines von jenem Tag. Wer es noch hat? Ruhe. Herr Wright, haben Sie dafür eine Erklärung? Wenn der Stilsamurai gerade einen großen Gegner besiegt hat, erwarte ich davon eigentlich ein Foto in diesem Album. Genau das meine ich, Euer Ehren. Er hat's noch auf dem Album, auf der Kamera. Nein, Moment, das ist nicht möglich. Phoenix, ich glaube, wir sind endlich der Wahrheit auf der Spur. Ich hoffe doch, dass es bald ein Ende findet. Was für eine Wahrheit. Mia, wir sind uns da sicher? Macht er wirklich? Ja, ich bin mir sehr sicher, dass da wir auf der richtigen Spur sind. Sag es ihnen, Phyllis. Sag ihnen, was wirklich passierte. Herr Wright, bitte erklären Sie dem Gericht, was hier vorgeht. Warum gibt es in diesem Album kein Foto für den Tag des Mordes? Warum hätte der Junge die Fotos löschen sollen? Weil der Samurai nicht gewonnen hat. Mir fällt nur ein einziger Grund ein, Eure Ehren. Der Stilsamurai verlor den Kampf. Darum löschte Cody das Foto. Sie meinen, der Stilsamurai unterlag? Ja. Nun, Cody, habe ich recht, nicht wahr? Sag die Wahrheit, der Böse besiegte den Stilsamurai. Nein, niemals, nein. Das ist unmöglich, der Stilsamurai verliert niemals. Er verliert gegen keinen, niemals. Euer Ehren. Mit seinen Worten hat der Zeuge alles gesagt. Es gab einen Grund, warum er uns anlog und sagte, dass er kein Bild machte. Aus demselben Grund löschte er auch seine vorherigen Fotos. Vor Cody war unvorstellbar, dass die Stilsamurai besiegt werden konnte. Ja, für Kinder ist es immer unvorstellbar, wenn ihre Helden besiegt werden. Aber Cody wurde Zeuge des Unmöglichen. Er sah mit an, wie das Stilsamurai verlor. Aber zugeben, dass er sah, hätte alles zerstört, woran er glaubt. Darum belog er uns und sagte, dass die Stilsamurai hätte gewonnen. Er konnte die Wahrheit nicht ertragen. Kind halt. Ruhe. Ruhe im Gerichtssaal. Zeuge, ich meine Cody, das war? War das, was du gesehen hast? Sag dem Gericht, was du gesehen hast. Ich. Jetzt ist alles verloren? Ja, jetzt ist alles verloren. Cody, an dem Tag wurdest du Zeuge, wie das Stilsamurai einen Kampf verlor, richtig? Okay, okay. Sie haben recht. Der Stilsamurai fiel um. Dann bewegte er sich nicht mehr. Hier ist ein Kind, das müssen wir bedenken. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Was für ein Kunststück ziehen sie jetzt wieder ab, Wright? Siehst du doch, die Wahrheit. Dass die Samurai war, der Mörder, nicht das Opfer. Aber der Aussage ihres Zeugen zufolge war es, dass die Samurai der umfiel. Da stimmt was nicht. Herr Wright, was ist los? Es scheint, als hätten wir alle einen entscheidenden Fehler gemacht. Einen Fehler? Oder mehrere, was dich betrifft zumindest. Was soll das alles? Ganz einfach, das Opfer war Jack Hawkins, Jack Hammer, Entschuldigung. Falsche Person, Herr Wright, das wissen wir alle.
Richtig. Vielleicht überdenken Sie bis Ihre letzte Aussage. Warte doch erstmal ab. Es tut mir leid. Ich lag falsch. Okay, vielleicht. Zuerst haben Sie recht, jetzt haben Sie Unrecht. Was ist hier? Was jetzt? Sehen Sie, ich bin sicher, dass wir etwas übersehen haben. Wissen Sie, dass, wenn Sie sich da so sicher sind, sagen Sie uns was. Was soll das alles? Wir probieren es jetzt einfach. Wir haben noch genug Probemöglichkeiten. Wenn Sie verstehen, was wirklich passiert ist, ist eigentlich ganz einfach. Am Ende des Kampfes fiel das Tiersamurai zu Boden und blieb liegen. Mit anderen Worten, das Tiersamurai war nicht der Mörder, sondern das Opfer. Verstehen Sie nicht? Deckhammer war das Tiersamurai. Gut möglich. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Also das Tiersamurai ist hier auf dem Foto. Sie behaupten, dass der Mann in diesem Kostüm das Opfer Deckhammer war? Genau das, euer Ehren. Deckhammer war an dem Morgen bei der Probe der Action-Szene dabei. Daher wusste er offensichtlich von Willpowers Verletzung am Fuß. Aber warten Sie. War Herr Hammer nicht bereits zu Studio 1 gegangen? Wer bezeugt das? Das dachten alle. Aber erinnern Sie sich daran, was Frau Oldbeck aussagte? Am Tag des Mordes kam ich um 13 Uhr an der Waschstation an. Ob ich einen armen Hammer gesehen habe? Nee. Da war schon zum Studio gegangen, bevor ich wieder bei der Wachstation war. Sie hat nichts gesehen. Herr Jack Hammers verließ den Personalbereich nach dem Mittagessen, aber niemand sah, wie er zum Studio 1 ging. Es gab auch kein Foto von ihm. Er wartete, bis Herr Powers sein Nickerchen in dessen Umkleide machte. Dann schlich er in die Umkleide und stolz die Samurai-Kostüm. Aber welchen Grund? Aber warum hätte das Opfer so etwas tun sollen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte Powers sterben sollen. Vielleicht war es genau andersrum. Ich hab's begriffen. Hä? Das Tiersamurai hat sich selbst bewegt. Seltsam bewegt. Jemand anderes steckt in dem Kostüm. Ja, richtig. Alter. Hey, ich, was? Eine kleine Information habe ich doch gespeichert. Information? Ja, ein Foto auf meiner Digitalkamera. Okay. Was nun? Was? Zeig es uns schnell. Keine Chance, nicht wenn Sie mich so ansehen. Jetzt. Ach, kommt. Hier. Was ist dort zu sehen? Er hat eine ganz andere Statur, würde ich behaupten. Nur wenn ich es mir so ansehe, ist es schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, jeder könnte in dem Kostüm stecken. Ihre Meinung, Herr Wright? Ich stimme zu, euer Ehren. Das ist kein entscheidender Beweis. Es tut mir leid, aber es sieht nicht so aus, als sei das der Beweis, den wir brauchen. Ich glaube, ich gebe es zurück. Warte, Phoenix. Mia, was denn? Sieh dir das Foto nochmal an. Das ist es, Phoenix. Das Foto ist der Beweis, den du brauchst, um diesen Prozess zu gewinnen. Was? Euer Ehren, dürfte ich nochmal das Foto ansehen? Natürlich, warum nicht? Phoenix, zeig es ihm. Gib in dem Foto einen entscheidenden Widerspruch zu den Fakten. Finde den Widerspruch im Foto. Das ist Studio 2, nicht 1. Euer Ehren, sehen Sie sich das an. Da steht 2, nicht 1. Ich sehe ein Tor. Würden Sie sich die Zahl auf dem Tor ansehen? Die Zahl? Ja, nun kann es kaum erkennen, aber sie sieht wie eine 2 aus. Ja, nicht wie eine 1. Eindeutig keine 1. Euer Ehren, richtig? Hehe. Ich glaube, Herr Edwards versteht, was ich meine. Aber das ist unmöglich, wie du siehst. Doch. Hä? Was soll das alles? Bitte erklären Sie es so, dass ich um das rechtliche Gericht geschockt sind. Ich benutze den Übersichtsplan. Die Leiche wurde hier gefunden in Studio 1, aber was sehen wir auf diesem Foto zum Tatzeitpunkt? Auf dem Tor steht keine 1. Euer Ehren. Hier ist der wahre Ort des Verbrechens. Zeige dem Richter, wo der Mord stattfand. Hier. Oder? Hier, bei Studio 2. Ich verstehe. Es erklärt die 2 am Tor auf dem Foto. Euer Ehren, das ist äußerst bedeutsam, dass der Mord im Studio 2 stattfand.
Der Wohnwagen war dort. Wie Sie sich wohl erinnern, gibt es im Studio 2 einen Wohnwagen. An diesem Tag wurde ein Meeting in diesem Wohnwagen abgehalten. Haben Sie sich versammelt, um ihn umzubringen? Genau zum Todeszeitpunkt gab es eine Pause im Meeting. In dieser Pause waren Herr Salve Mandela und Frau de Vasquez draußen aßen Steak. Und sie mit ihren Steakmessern auf ihn losgegangen war. Sie waren am Tatort. Der Weg zum Wohnwagen war blockiert. Das hatten wir schon. Der Weg war um 14.15 Uhr blockiert. In anderen Worten, das Opfer ging vorher zu Studio 2. Ja, ich schätze, so war es. Erinnern Sie sich an Herr Salmanellas Aussage? Glauben Sie mir, das Gericht daran zu erinnern? Glauben Sie mir. Er sagte, keiner im Wohnwagen sei schuldig, da niemand zu Studio 1 gehen konnte. Nun, tatsächlich war es umgekehrt. Nur jemand im Wohnwagen hätte den Mord begehen können. Sie waren die Einzigen, die Zugang zum Tatort hatten, Studio 2. Ruhe. Die Verteidigung stellt Folgendes fest. Die Tatort war Studio 2. Die Person, die Frau Oldberg im Wachraum sah, die Wachfrau sah, war das Opfer, Herr Jack Hammer. Herr Hammer stahl aus irgendeinem Grund das Zielsamurai-Kostüm. Dann begab er sich zu Studio 2. Das ist doch verrückt. Jack Hammer ist das Opfer. Na, wie du siehst, ja nicht. Warum hätte er das Zielsamurai-Kostüm stehlen sollen? Sagen Sie, dass er damit die Aufklärung seines eigenen Todes erschweren wollte? Nun, nein, natürlich nicht. Aber welchen Grund gibt's dann? Oder haben Sie einen Beweis? Zeigen Sie mir den Beweis, dass das Opfer Jack Hammer das Kostüm gestohlen hat. Es gibt bestimmt einen Beweis. Ich habe einen Beweis. Sie haben einen Beweis? Sie haben einen, Herr Bright? Jetzt, da Sie so überrascht sind, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube aber, dass ich recht habe. Hier ist mein Beweis dafür, dass Jack Hammer das Kostüm entwendete. Das vielleicht? Übrigens habe ich jetzt total Bock, gerade einen Film zu sehen, wo auch sowas kommt. Ein uralter Film, deutscher glaube ich sogar. Das ist nicht der Beweis. Hier ist das, ein leerer Medikamentenbehälter. Den fand ich auf dem Tisch im Personalbereich. Derselbe Tisch, an dem Herr Hammer und Herr Powers aßen. Auf dem Etikett steht Schlaftabletten. Schlaftabletten? Die Anklage, Herr Powers, verbrachte den ganzen Nachmittag mit Schlafen. Er war mit Schlafmitteln vollgepumpt. Der Junge sollte nicht mehr dabei sein, das geht ihn alles nichts an. Warten Sie mal. Dieser Behälter wirft einige Fragen auf, ja. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass Herr Hammer ihn benutzte. Euer Ehren, ich habe eine Idee. Eine Idee? Na schön, dann lassen Sie sie uns hören. Ja, das, was ich die ganze Zeit schon dachte. Ich würde gerne diesen Behälter auf Fingerabdrücke prüfen lassen. Wenn meine Behauptung stimmt, sollte Herr Hammers Fingerabdrücke darauf sein. Ja. Ich denke, Sie haben recht. Na schön, das Gericht nimmt den Behälter in Gewahrsam. Leere Flasche dem Gericht übergegeben. Übergeben. Entschuldigung. Das Gericht unterbricht für heute die Verhandlung. Yes, ein weiterer Tag. Cody Hawkins' Aussage auf jeden Fall eine neue Wendung gegeben. Genauer gesagt scheinen die Dinge anders gelaufen zu sein, als wir zunächst annahmen. Der Stilsamurai, den Frau Oldbeck sah, könnte Jack Hammer gewesen sein. Der Tatort war nicht Studio 1, sondern Studio 2. Und die Personen im Wohnwagen hatten ausreichend Zeit, den Mord zu begehen. Herr Wright? Ja? Ihre Hausaufgabe ist, eine Antwort auf die folgende Frage zu finden. Ja, heraus. Hier lautet die Frage. Warum hätte Herr Hammer den Stil-Samurai-Kostüm sein sollen? Wer tötete ihn und warum? Finden Sie die Antworten bis morgen. Wir versuchen unser Bestes. Das sind eine Menge Hausaufgaben. Herr Edgeworth, kriegt ihr jetzt auch Hausaufgaben? Sie sollen ihren Standpunkt in dem Fall überdenken. Vor allem sollten sie ihren Verdacht gegenüber Herrn Will Powers bedenken. Wie Sie meinen, Herr Euer Ehren, dieser Prozess wird bis morgen verlängert. Das ist die letzte Verlängerung.
Na schön, damit ist die Verhandlung geschlossen. Vorerst. Oktober, 14.47 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Puh, das war aber knapp. Wir hatten es genauso eben geschafft, aber genauso zählt. Während der Verhandlung habe ich mir dreimal ernsthaft überlegt, aufzukleben. Ich auch. Ja, wirklich? Sie beide wirken so sicher. Was sagte der Kleine eben, warum er Erwachsene hasst? Ha, vielleicht sollte ich doch noch Schauspieler werden. Ich hatte sie da drin schon dreimal abgeschrieben. Ich auch. Abgeschrieben? Ja, abgeschrieben. Das war natürlich nur Spaß. Natürlich. War nur ein Witz. Sicher? Das war kein Spaß. Nein. Nun, Herr Powers, wir müssen unsere letzten Ermittlungen machen, aber ich verspreche Ihnen, dass wir bis morgen den wahren Mörder finden werden. Richtig, danke. Muss ja. Hoffentlich. Fortsetzung folgt. Ja, wie wir das rausfinden, keine Ahnung. Speichern bitte, auf jeden Fall.